Im gestrigen Update haben die Entwickler einige Fehler behoben sowie ein paar kleine neue Features hinzugefügt. Mehr dazu in diesem Video. Die vielleicht größte Neuerung, die mit diesem Update implementiert wurde, hat mit den Bücher-Deko-Objekten zu tun. Diese haben nämlich jetzt die Funktion der Bücherregale. Wenn ihr diese also im Live-Modus anklickt, könnt ihr hier jetzt auch lesen und etwas Platz sparen. Ebenfalls eine gute Ergänzung ist die Überarbeitung einiger Beistelltische, auf die jetzt endlich auch Fernseher platziert werden können. Warum dies nicht im Basisspiel möglich war, ist mir allerdings immer noch ein Rätsel. Wenn ihr mit den Betten interagiert, wird euch eine neue Interaktion auffallen, das Verbessern. Ihr könnt euer Bett jetzt nämlich mit einer besonderen Massagefunktion sowie einem tieferen Schlaf tunen, was vorher nicht möglich war. Der Deko-Lautsprecher aus Moschino-Accessoires lässt sich jetzt auch als richtige Stereoanlage benutzen. Außerdem wurde endlich der Fehler mit den Badewann-Dusch-Kombinationen behoben. Alle Fehlerbehebungen findet ihr auch nochmal in der Beschreibung. Für alle Konsolenspieler noch eine freudige Nachricht. Ab sofort steht die Galerie für alle Spieler auf der Xbox und PlayStation bereit. Heute um 20 Uhr findet ebenfalls ein Livestream der Entwickler zu Tiny Houses statt, den ich euch ebenfalls wieder zusammenfassen werde. Bei Instant Gaming lässt sich das Pack ebenfalls schon finden, welches ihr nach dem Release bestimmt wieder für ein paar Euro weniger abstauben könnt. Auch andere Packs sind hier ordentlich reduziert. Wenn ihr mich unterstützen wollt, schaut gerne mal in der Beschreibung vorbei. Werdet ihr euch den Stream gleich ansehen? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Also dann, bis zum nächsten Video.